Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 22. Februar und am 22. Februar hat Geburtstag wer? Drew Barrymore. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Yeah, findet sie gut? Die finde ich gut. Also ja. Die ist ja also bekannt geworden durch E.T. Ja? In ihrer ersten Rolle bei E.T., schau mal. Genau, damals war sie noch ganz süß, ganz klein, ne? Kann man bei E.T. Dann ist er ein bisschen älter geworden. Da hat sie, glaube ich, schon Alkoholprobleme gehabt. Nee, so noch nicht. Meinst du? Aber so diesen Faktor, wo man sagt, naja. Da fandst du sie gut. Alter Falter, da fand ich sie gut, ja. Ja, also schon, ne? Kann man sagen. Schön gewachsen. Ist du dein Typ, oder was? Typ, ja. Typ, ja. Typ. Wer braucht schon einen Typ? So. Nimmst alles, oder was? Ganz, wie gesagt, E.T., dann kam er später nachher, Batman Forever, Hochzeit zum Verlieben, hat sie mitgespielt. 50 erste Dates mit Adam Sandler. Stimmt. Adam Sandler, fand ich scheiße. Aber okay. Ich fand ihn irgendwie ganz lustig. Nee, aber so richtig gut fand ich sie in Drei Engel für Charlie. Wo sie in diesem engen Lederanzug andere Leute verprügelt. Das hat mich beeindruckt. Aber von der Story her? Ja, aber ich habe einfach nur diesen... War für den Arsch, der Film. Aber dieser Lederanzug. Ja, die aber der Film war für den Arsch. Da hättest du ja auch nur den Film im Standfoto angucken können. Ja, aber der Lederanzug, der ist einfach hingegeben. Am 22. Februar 2006 haben Gangster in Tonbridge einen Raubüberfall begangen und haben 53,1 Millionen Pfund erbeutet. Das sind umgerechnet, wie viel ist das? Gucken, 78 Millionen Euro. Damit kann schon mal was Euro. Anfangen. Genau. Wurden dann halt aber gefangen und ein Teil der Beute wurde daraufhin in London fest sichergestellt. Mhm. Aber das war mal ein Raubüberfall, würde ich sagen. Also 78 Millionen Euro? 78 Millionen Euro. Einfach mal so zacki-zacki. Wurde das alles wiedergefunden? Ist das bekannt? Ja, ein Teil wurde auf jeden Fall wiedergefunden und sichergestellt. Okay. In London dann später. Okay. Ja. Das war am 22. Februar 2006. Am 22. Februar 1558. Ist schon ein bisschen länger 1558 her. Wurde die Universität in Jena eröffnet. In Jena? Jena soll ja eigentlich ganz schön sein. Jena ist ja hier von der Autobahn ist es nicht so schön. Ja, weil da aber die Stadt soll ziemlich cool sein. Ja, mittlerweile. Ich kenne es halt nur auf dem Weg nach Berlin. Nee, nein. Also vorbei. Von der Autobahn her ist eine Katastrophe. Die ganzen Plattenbauten sieht man da. Genau. Das geht gar nicht. Genau. Aber das ist ja, wie gesagt, Jena soll mittlerweile schön sein. Und seit dem 18. Jahrhundert das Zentrum der deutschen Philosophie. In Jena? Ja. Was? Ja. Aber wie gesagt, wenn man muss mal, glaube ich, die Mühe machen, von der Autobahn abfahren. Ja, aber ehrlich. Weil, wenn man so drauf ist, also da hat man keinen Bock drauf. Ja. Und das war alles am 22. Februar. 22. Februar war Jena in 1558. 1558. Wurde die Universität da irgendwie eröffnet. Ja. Und dann die Gangster haben den Tonbridge überfallen. Richtig. Und die Drew Barrymore hat Geburtstag. Ist ja 75er Baujahr. Ein Ticken jünger als ich. Drew. Drew, wenn du mal irgendwie...